Hallo zusammen, hier ist wieder Jelan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, was wir von einem Event kriegen können. Und zwar gibt es aktuell das Diablo-Event. Da können wir einmal in den Kalender reingucken. Da haben wir nämlich jetzt hier das Event. Ein gieriger Abgesandter, schimpft sich das. Und ja, das geht insgesamt, ich glaube, ein bisschen über 2 Wochen, hier vom 25. Mai bis insgesamt 14. Juni. Und sobald das rum ist, gibt es ein anderes Diablo-Event, wo wir dann ein bisschen extra Ruf und, ich glaube, EP bekommen. Genau. Aber jetzt in der Zeit können wir einen kleinen Schatzgoblin umhauen. Und dieser Schatzgoblin kann dann unter anderem neben verschiedenen T-Mog-Items, auch dem Mount, was ich hier gerade sitze, also Tyrael Streitross, ein weiteres Ballpad, einige T-Mog-Items und ein neues Toy droppen. Und das neue Toy wollen wir uns jetzt mal angucken. Albtraum-Banner schimpft sich das. Und ja, das habe ich jetzt mit einem anderen Twink schon vorhin bekommen. Das gucken wir uns jetzt mal an und dann erzähle ich euch ein bisschen mehr über das Event. Albtraum-Banner, dann stellen wir das einmal auf. Das mal hier hin. Und ja, also es macht schon was her. Vor allem, ihr seht ja, meine Elfin ist relativ groß. Und trotzdem, das Banner ist nochmal doppelt oder dreifach so groß. Sieht schon sehr cool aus. Und ja, wo kriegen wir das jetzt genau her? Also, während diesem Zeitraum, den ich euch gerade gezeigt habe, spawnt jede halbe Stunde ein Schatzgoblin. Den könnt ihr anhauen. Diese könnt ihr mit einem Char so oft mitnehmen, wie ihr wollt. Und wo spawnen die? Also es gibt einen Spawn in SW, einen Spawn in Ogrimmar und in allen 4 Dragonflight-Zonen. Heißt in der Küste des Erwachens, Ebene von Onara, Azurblaues Gebirge und Taldrassus. Wann spawnen die jetzt? Also zur geraden vollen Stunde, jetzt eben vorher um 18 Uhr, sind die gespawnt in SW. Um 19 Uhr würde der dann in Ogrimmar spawnen, um 20 Uhr wieder in SW und so weiter. Also immer gerade volle Stunde SW, ungerade volle Stunde Ogrimmar. Dann ist es so, dass immer zur halben Stunde, also jetzt gleich um 18.30 Uhr, spawnt er in einem von diesen 4 Shadowlands-Gebieten. Und wie seht ihr, dass er da ist? Naja, wenn ihr in dem jeweiligen Gebiet seid, dann seht ihr ein Portalsymbol auf der Map. Da fliegt er hin und ihr habt dann 5 Minuten Zeit, quasi dorthin zu kommen. Nach 5 Minuten spawnt er. Ihr habt dann auch den Timer quasi, wenn ihr dort seid, seht ihr so ein Goblin-Portal. Und ihr habt dann auch quasi einfach die Zeit, da abzuwarten. Im Normalfall jetzt am Anfang, wo der jetzt neu reinkommt, stehen da halt 100 Leute, klopfen den um, es ist ein übelstes Leckfest und dann kriegt ihr halt eins von ein paar Belohnungen. Und die Belohnungen kann ich euch jetzt mal kurz noch zeigen. Und zwar, was gibt es alles Schönes hier auf WoW? Haben wir ein bisschen eine Zusammenfassung. Wir können unter anderem das Tyrael-Streitross bekommen, wahrscheinlich zu einer 1%igen Dropchance, dann das Ballpad, da gibt es dann auch ein Achievement von, mehrere kosmetische Items und ja, so sieht dieser Goblin dann quasi aus. Ich habe den jetzt auch schon ein paar Mal umgehauen, das Ballpad, dann haben wir hier ein paar kosmetische Items, wie ihr seht, das Banner, was ich euch eben gezeigt habe, und ja, da haben wir noch mehr kosmetische Items. Es gibt auch ein paar alte Sachen tatsächlich. Und zwar, es gibt 2 alte Toys, die ich euch auch schon damals gezeigt habe. Die gab es zu quasi dem 20-jährigen Bestehen von Diablo. Gab es so eine Anniversary-Toy quasi. Hier, das hier auch, ne? Die hatte ich euch schon mal vorgestellt. Und dann halt eine Zweihand-Waffe haben wir hier. Die gab es auch, glaube ich, damals schon zum Holen. Und ja. Dann gibt es aber auch noch eine 36-Slot-Tasche. Die ist, denke ich mal, relativ interessant für den einen oder anderen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Farmen vom Schatzgoblin. Ihr könnt das auch, wenn ihr mehrere Accounts habt, natürlich parallel mit mehreren machen. Und ja, dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr die Items kriegt, die ihr haben wollt. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.